Sieht natürlich alles etwas chaotisch aus, vor allem wenn wir gerade dabei sind, einen Flieger nach Neuseeland zu verschiffen. Die Flugzeuge, die werden ausschließlich so gebaut, wie sie damals gebaut wurden. Selbes Material, selbe Verarbeitung, also handwerklich, ohne Kompromisse an moderne Werkstoffe oder Verfahrensweisen. Achim Engels ist Anfang 40, Autodidakt und macht in seiner Werkstatt alles selbst. Er ist technischer Zeichner, Schreiner, Zimmermann, Schlosser und Sattler zugleich. Sein Spezialgebiet sind deutsche Flugzeugmodelle, die von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkrieges gebaut wurden. Aber auf den ersten Blick sieht seine Werkstatt aus wie ein ganz normaler Handwerksbetrieb. Ein kleiner Büroraum vorne an der Straße, dahinter eine Metall- und eine Holzwerkstatt und etwas zurückgesetzt eine Halle. Für Achim Engels ist Flugzeuge bauen ein Lebenstraum. Das macht er voller Begeisterung und ohne jeden Stress seit gut 25 Jahren. Und er erklärt, dass jeder Flugzeuge bauen kann. Es geht nämlich ganz einfach. Schraubenbolzen, Stahlrohre und ein bisschen Holz. Alles nur in der richtigen Reihenfolge zusammengenagelt und zusammengeklebt. Das ist nicht weiter kompliziert. Da kommen keine Probleme auf dich zu. Da kommt immer nur ganz genau ein Problem auf dich zu. Und das wird gelöst. Und dann kommt wieder nur ein Problem auf dich zu. Und das wird gelöst. Und so läuft man durch das ganze Projekt durch. Es ist nicht eine überwältigende Anzahl von Problemen, deren Lösung man noch nicht sieht. Es ist immer nur jetzt das, was ansteht. Und am Ende ist es ein Flugzeug. Im Moment steht eine fast fertige Fokker D7 in der Halle. Nur die Tragflächen sind noch nicht angebracht und bespannt. Aber wie kommt man nun genau bis zu diesem Punkt? Also am Anfang steht die Recherche. Ich muss erst mal gucken, wo kriege ich Zeichnungen her? Oder wo stehen Flugzeuge noch in irgendwelchen Museen aus dieser Zeit, die man sich genau angucken und vermessen kann? Das ist einmal das eine. Mit dieser Grundlage werden dann neue Zeichnungen erstellt, die unter anderem beim Luftfahrtbundesamt dazu dienen, dass das Flugzeug überhaupt in die Luft kommen darf. Und dann das, was die Umsetzung ist. Die Firmen heute wissen nicht mehr, wie ihre Flugzeuge damals ausgesehen haben. Aber sie wissen auch nicht vom Handwerklichen her, wie es gemacht wird. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, alte Fotos zu studieren aus der Zeit, die dieses Handwerk zeigen, sprich Arbeiter, die Arbeiten durchführen, tatsächlich, die wurden ja auch fotografiert. Das heißt, man kann daraus schon ableiten, wie wurde es handwerklich gemacht. Das Besondere an Achim Engels Maschinen ist eben diese Genauigkeit bei der Recherche und dann später beim Sägen, Schweißen, Schleifen, Nieten und Verleimen. Denn es gibt viele Leute, die Flugzeuge bauen und es gibt viele Nachbauten von diesen Flugzeugen, nur sehen die innen ganz anders aus, wie das, was damals geflogen ist. Und da sage ich eben, nee, ich will wissen, warum ist die Schraube an der Stelle? Ungefähr 2 Jahre braucht Achim Engels für ein neues Flugzeug. Das sind 4.000 bis 5.000 Arbeitsstunden. Und entsprechend teuer ist so eine Maschine natürlich. Auch wenn Achim Engels keine festen Preise nennt. Immer wenn er ein neues Modell für einen Kunden gefertigt hat, baut er auch eins für seine eigene Sammlung. Aber neben dem Spaß an seinem Beruf geht es Achim Engels um mehr. Er will den historischen Flugzeugbau bewahren. Das Wissen, das er in akribischer Recherche gesammelt und erarbeitet hat, soll nicht wieder verloren gehen. Denn momentan gibt es nur eine Handvoll Flugzeugbauer weltweit, die so ein Wissen haben. Weil die meisten, die in der Form irgendwas machen, sind eher eigenbrötlerisch. Die sagen, nein, ich weiß, wie es geht und ich behalte es für mich, ich lasse nur keinen reingucken. Könnt mir ja was klauen. Und ich sehe es anders. Wenn die jungen Leute kommen wollen, sollen sie mitarbeiten, weil irgendwann überfährt mich ein Auto oder ich fahre mit meinem Flugzeug vom Himmel oder ich sterbe an Altersschwäche. Wer macht es denn dann weiter, wenn es keiner kann? Man muss ja weitergeben. Ne? Also ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Und selbst wenn er es besser macht wie ich, ja warum nicht? Und wenn ich es ihm dann auch noch beigebracht habe, ja, dann bin ich doch eher stolz drauf.